So, dann schauen wir doch mal rein und gucken, was ihr so Neues zu sagen hat. Hallo? Was kann ich für euch tun? Auswärtige. Könnt ihr uns sagen, welche Einwohner Gashok in letzter Zeit zugezogen sind? Wir suchen da zwei besondere. Oh ja, ich erinnere mich. Da waren zwei Fremde, die hierher gezogen sind. Beide im selben Frühjahr. Das war schon seltsam. Hier flaschiert es sonst nur selten Leute her, wisst ihr? Und dann gleich zwei? Das ist seitdem auch nicht wieder vorgekommen. Halt, ist es doch. Dieser von Kusslik, der wollte hier irgendwas erforschen. Aber der ist hier nicht richtig warm geworden. Herr von Kusslik? Ich weiß nicht, ob der hier noch wohnt oder wie der weggegangen ist. Früher hat er zwei Häuser neben der Taverne Tag und Nacht gewohnt. Oh, da schreibe ich mal auf. Tag und Nacht. Zwei Häuser weiter. So, hast du vielleicht noch was Neues über das Attentat? Nein. Über die Bannstrahler? Nein. Über den Elfen? Nee, das hast du uns schon gesagt. Das ist nichts Neues. Gashok? Früher gab es hier den einzigen Müller weit und breit. Doch überzeugt euch selbst. Na gut, also unser nächster Hinweis ist dieser Herr aus Kuslik. Das sollte ich mir auch noch aufschreiben, wo er herkommt. Kuslik. So. Gesprächsende. Zwei Häuser weiter von. Kannst du mir das nochmal sagen? Ich wollte es in mein Tagebuch schreiben. Na gut, raus hier. Zwei Häuser weiter. Tag und Nacht. Alte Wege. Zweite Heimat. Tag und Nacht. Zwei Häuser weiter. Da sind nicht direkt Häuser daneben. Das steht eigentlich allein auf weiter Flur. Also, entweder das da. Das da. Eins von den beiden. Wir werden einfach jedes Haus abklappern müssen hier. Na gut. Dann machen wir das einfach mal. Es ist auch nicht zu spät. 16 Uhr. Ja, das ist noch vertretbar. Nee, er war es schon mal nicht. Da ist der Tempel. Südlich des Tempels wollte ich ausprobieren. Da waren wir gerade drin. Hier. Prembutnasen. Nee, das ist nicht nett. Da. Nein, Hausarbeit wollen wir auch nicht machen. Gut, das müssten jetzt die drei Häuser südlich vom Tempel gewesen sein. Die da. Dann nehmen wir doch jetzt mal die beiden. Auch wenn das nur mit sehr viel Fantasie das zweite Haus gewesen sein könnte. Also nordöstlich von hier. Das wären die beiden Hütten. Und sonst fragen wir mal in der Taverne rum. Spricht sich ja doch recht schnell in einem so kleinen Dörfchen rum, wenn einer wegzieht. Ah, Heruja Inha. Früher war Gashok ein ruhiges Städtchen. Erst seit die vielen Fremden hier sind, geschieht immer wieder was Neues. Willst du noch mehr mit uns reden? Ich kann euch nicht mehr weiterhelfen. Schade. Das markiere ich mir doch mal. Ziel nicht erlaubt. Eintrag schreiben. Frau. Das reicht. So, die nächsten Hütten wären die hier. Einmal du. Auf euer Klopfen öffnet euch ein gebeugter, hagerer Mann die Tür. Ihr wünscht? Euren Kopf, elender Mörder. Nein. Seid ihr Walpur von Kusslik? Na und? Also ist er es schon mal sehr gut. Wir suchen nach einem zugezogenen, ehrenhaften Bürger. Außer euch, versteht sich. Ist das eine Beleidigung? Also wir suchen nach einem ehrenhaften Bürger. Nur nicht euch. Also sagen wir auch, dass er ebenfalls ein ehrenhafter Bürger ist. Also nein, das ist keine Beleidigung. Wir sollten ihn nicht direkt auf den Bannstrahlerorden ansprechen. Und schon gar nicht darauf, dass er ein Mörder ist. Also nee, wir suchen nach einem hinzugezogenen Bürger.
Dann sucht woanders. Hier gibt es keine Zugezogenen außer mir. Das ist eine Lüge. Außer mein sein Haus. Wo denn? Er holt von Tiefhusen. Okay. Tiefhusen. Also wir haben einen aus Kusslig, einen aus Tiefhusen. Der wohnt etwas nordöstlich vom Marktplatz. Und Derigor von Donnerbach. Oh. Nanü. Derigor von Donnerbach. Also Kusslig unterstreiche ich mal Tiefhusen und Donnerbach. Das heißt, er ist jetzt der Neueste der Zugezogenen. Und Donnerbach und Tiefhusen sind die alten beiden. Und von diesen alten beiden ist einer der Unruhstifter. Hulalü, es wird ja richtige Detektivarbeit hier. Und der Text ist weg. Ja, das ist natürlich nicht so toll. Also gut, wir hatten einen aus Donnerbach, der wohnte irgendwo bei einem Preios-Tempel. Das war im letzten Satz. Und wir haben einen aus Tiefhusen, der wohnt nordöstlich vom Markt. Okay. Der Markt wäre hier. Nordöstlich vom Markt wären die ganzen Gebäude. Fangen wir mal direkt am Markt an. Und arbeiten uns dann aber weiter nach draußen vor. Nein. Nein. Da kommt als nächstes eine Herberge, das ist bestimmt nicht. Hier ist der Heiler. Das Haus wäre noch ganz praktisch. Nein. Du vielleicht? Nein. Okay, Karte. Wir haben bisher die beiden und die drei. Dann nehmen wir doch als nächstes mal die drei da oben. Also nordwestlich von hier. Die da. Auf euer Klopfen öffnet euch ein kleiner dicker Mann. Oh, Besuch. Was kann ich für euch tun? Stirb, das ist die Strafe für all deine Schandtaten. Nein. Also nordöstlich vom Markt, das war der aus Tiefhusen. Steht Rede und Antwort, alter Mann. Verzeiht, wir müssen uns geirrt haben. Also wir können ihn einfach gleich angreifen fast. Ja, die erste Auswahl ist angreifen. Wenn man schreit, stirbt, dann macht man meistens auch was danach, um zu sagen, dass er stirbt und so. Das zweite wäre, wir werfen ihm etwas vor. Beides will ich eigentlich gar nicht. Aber gut, ein wenig Druck kann nicht schaden. Steht Rede und Antwort, alter Mann. Kopfschüttelnd zieht sich der Mann ins Innere seines Hauses zurück. Wollt ihr mit blankem Schwert nachstürmen? Nein. Wir wollen erstmal Gewinner nach vorne schicken. Können wir wieder rein? Auf euer Klopfen rührt sich nichts. Es scheint niemand da zu sein. Wollt ihr einbrechen? Nee, komm. Vielleicht ist es echt nur ein verängstigter alter Mann. Den sollten wir in Ruhe lassen. Wir markieren erstmal auf der Karte. Tiefhusen. Ach, den anderen haben wir gar nicht markiert, ne? Ja, der war... Da war die Frau. Hier unten irgendwo. Der Kreis wird immer größer. Aber gut, der andere war dann die des Preios-Tempels. Preios-Tempel. Also wahrscheinlich da, da oder da. Gucken wir hier hin. Oh. Der sieht doch wie ein Bösewicht aus. Hat sogar ein Kettenhemd auf dem Porträt. Dein Kopf, elender Mörder. Nein, seid ihr Derigorn von Donnerbach? Der klingt fast so wie... Okay. Ja, da bin ich. Warum? Oh weh, dann hat man uns wohl falsch informiert. Bitte entschuldigt die Störung. Oh, ihr seid also das Haupt dieser fanatischen Bande von Mördern? Oder weil ihr dann des Todes seid, ihr elender feiger Brandschatzer? Ich glaube, ich nehme die zweite Antwort und hoffe, ihn damit zu provozieren, um halt quasi ein Geständnis aus ihm rauszuholen.
Als der Mann eure entschlossenen Gesichter sieht, wendet er sich um und flieht tiefer in sein Haus hinein. Wollt ihr ihm folgen? Ja. Der alte Mann hatte einfach nur kopfschüttelnd den Rückwärtsgang eingelegt, aber er hier flieht, ist also auf jeden Fall schuld. Wir stürmen ihm also nach. Sehr schön. Ja, die Geschichte hier gefällt mir richtig. So, du schießt. Sie können wir nicht steuern, aber Trick. Und Talana sollte gleich vom Eingang weggehen, denn ich habe irgendwie den Verdacht, dass da gleich Bannenstrahler auf uns zustürmen. Also Verstärkung für ihn. So, du gehst mal da in die Ecke. Dann bist du nicht direkt am Eingang, aber wenigstens nah genug dran, um eventuell noch Heufobus zu schmeißen. So, du wieder da drauf. So, der müsste eigentlich nicht sehr lange durchhalten. So viele Leute, die auf ihn einschlagen. Du kannst von hier aus schießen. Ja. Und du bist da dran. Ja, sehr schön. Alte Option, alte Option, alte Option. Eigentlich kann ich jetzt Computerkampf machen. Computerkampf, ganze Gruppe, keine Magie. Bisher keine Verstärkung. Sehr gut. Wollt ihr das Haus nach Beweisen durchsuchen? Ja, auf jeden Fall. Ihr findet etliche Papiere, deren Durcharbeitung euch einige Zeit kostet. Am Ende bestätigen sie, was Arterion euch erzählt hat. Nur in der Zahl der Mitglieder hat er sich verschätzt. Die neueste Liste spricht von 8 Ordensangehörigen Gashok. Jedoch sind keine Namen und Adressen genannt. Das heißt, ich muss jetzt 8 Leute finden. Also erstmal streiche ich den Typen aus Donnerbach durch. Aber gut, die anderen beiden sind eigentlich freigesprochen? Nee, sind sie nicht. Wir hatten nur die Wahl zwischen diesen dreien, wer denn der Verursacher von dem Ganzen war. Beziehungsweise von den beiden Älteren von den dreien. Den haben wir jetzt gefunden. Seitdem kann aber jeder denen beigetreten sein. Das ist echt so eine Sache. Was machen wir jetzt mit den Namen? Mitten in der Nacht auf dem Marktplatz, wo sie normalerweise irgendwas verbrennen. Wahrscheinlich Leute. Wollen wir jetzt zurück in den Wald laufen? Wollen wir noch mit der Kräuterfrau sprechen? Dafür wird es zu spät sein. Außer sie schläft in ihrem Zelt. Ja komm, wir huschen schnell auf den Marktplatz. Hoppla, könnt ihr denn nicht aufpassen? Oder lernt man aufwärts nicht mehr die einfachsten Höflichkeitsregeln? Verzeiht mir, ich war unbedacht. Ich hätte selber mehr Obacht geben müssen. Es war ausgesprochen unhöflich von mir. Ihr wisst schon, bloß weil ihr nicht von hier kommt. So etwas sollte man hier nicht sagen. Gehabt euch wohl. Halt, was wollt ihr damit sagen? Was? Womit soll ich etwas sagen wollen? Ist schon gut, wir dachten nur. Was soll man hier nicht sagen? Das wissen wir ja eigentlich. Was sollen wir schon wissen? Ich frage trotzdem mal hier nach. Was sollen wir hier nicht sagen? Nun, so gegen Auswärtige zu reden. Es wohnen doch welche in unserer Stadt. Und es sind ausgesprochen ehrbare Bürger. Und seitdem sollte man so etwas nicht sagen, weil es stimmt ja gar nicht, dass alle Auswärtigen ehelose Gesellen sind. Das ist schön, dass du das so zugeben kannst. Und was hat euch zu dem Sinneswandel bewogen? Nun, sie sind sehr anständige Leute, die beiden. Sie sind noch für Recht und Ordnung. Und jawohl, die setzen sie auch durch, wenn es sein muss. Auch persönlich. Aber verzeiht, ich muss nach Hause. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Also wir suchen jetzt 8 Namen. Eventuell auch nur 7, weil wir gerade eine umgebracht haben. Was übrigens vielleicht keine so gute Idee war. Wir sollten nicht in der Nähe von dem Ganzen bleiben. Also ja, vielleicht noch 7. Und der uns gerade angerempelt hat, hat von 2 gesprochen. Hat uns aber keinerlei Hinweise gegeben, welche nun die 2 wären.
spannend, spannend. Wir wollten aber trotzdem kurz zum Marktplatz gehen und gucken, ob die Kräuterfrau in ihrem Zelt schläft. Und wenn nicht, dann verlassen wir ganz schnell die Stadt und schauen zum Elfen. Ja, ist geschlossen. Gut, dann müssen wir raus. Gab es einen Ostausgang? Sonst mussten wir, glaube ich, den Südausgang nehmen. Ne, da ist einer. Sehr gut. Raus hier, bevor wir verbrannt werden. Wollt ihr die Stadt verlassen? Ja. Routenplanung. Nordosten. Ja. Nordwesten. Sackgasse. Dort bleiben. Und 10 Schritte außerhalb schlagen wir unser Lager auf. Hoffentlich möglichst weit weg vom Weg. Und speichern erstmal ab. LP 065. Und wir sehen uns gleich wieder.